John Deere ersetzt die bisherigen 7030er Traktoren aus Waterloo mit der neuen Baureihe 7R. Sie besteht aus 5 Modellen im Leistungsbereich von 200 bis 280 PS. Um die neue Serie kennenzulernen, waren wir einen Tag lang mit dem zweitstärksten Vertreter, dem 7260R, in der Praxis unterwegs. Unter der mächtigen Motorhaube arbeitet ein 9 Liter PowerTech PVX Motor mit Common Rail Einspritzung und variablem Turbolader. Beim 7260R mobilisiert dieses Kraftwerk eine Nennleistung von 260 PS. Der Kühler sitzt jetzt über der Vorderachse und ist mit einem Druckluftgebläse ausgerüstet. Um die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten zu verbessern, lassen sich die Seitenteile der Motorhaube einfach abnehmen. Vor dem Kraftstofftank sitzen gut zugänglich der Motorluftfilter und die Batterien. Auch an die Erreichbarkeit der höher gelegenen Wartungspunkte hat John Deere gedacht. Im Gegensatz zu allen anderen Herstellern setzt John Deere bei der Abgasnachbehandlung auf ein Filtersystem. Somit brauchen alle 7R-Traktoren an der Tankstelle weiterhin nur Diesel. AdBlue ist nicht erforderlich. Der Heckkraftheber stemmt über 10,7 Tonnen. Hinten gibt es bis zu 6 doppelt wirkende Steuergeräte. Das Hubwerk, ein Steuergerät und die Zapfwelle lassen sich auch beidseitig von außen bedienen. Auf Wunsch gibt es ab Werk eine voll integrierte Fronthydraulik mit 5,2 Tonnen Hubkraft, eine Frontzapfwelle mit externer Bedienung und 2 zusätzliche Steuergeräte. Für hohen Fahrkomfort im Feld und auf der Straße sorgt die optionale TLS Plus Vorderachse. Auf Wunsch gibt es für den 7R auch das prämierte Active Command Steering System. Durch die variable Lenkradübersetzung reagiert diese elektronische Lenkung auf der Straße weniger empfindlich als auf dem Feld. Zum hohen Fahrkomfort trägt auch die Command View 2 Kabine aus der Serie 8R bei. Dieser Arbeitsplatz bietet ein tolles Raumgefühl und eine gute Übersicht zu allen Seiten. Weitere Komfortmerkmale sind der gepolsterte Beifahrersitz, die Klimaautomatik und die elektrisch verstellbaren Außenspiegel. Auf der rechten Seite findet man alle Bedienelemente für Motor, Hydraulik, Zapfwelle und Getriebe. Unser Traktor war mit dem neuen stufenlosen Autopower-Getriebe von John Deere ausgerüstet. Daneben gibt es auch das serienmäßige Auto Quad Plus und das volllastschaltbare Command Quad Getriebe.
Das Bedienkonzept mit dem Command Center und dem 7 Zoll Farbmonitor wurde ebenfalls vom 8R übernommen. Damit man mit dem 7R auch bis spät in die Nacht arbeiten kann, gibt es eine Vielzahl an Arbeitsscheinwerfern. Trotz gestiegener Leistung ist der 7R kompakter gebaut als sein Vorgänger und das bei einem größeren Radstand. Obwohl das Design, die Kabine und das Bedienkonzept von der 8R-Serie weitgehend übernommen wurden, wirken die 7R-Traktoren europäischer denn je. Kein Wunder, denn hier liegt auch der Hauptmarkt für diese Serie. Unseren ausführlichen Fahrbericht mit allen technischen Details finden Sie in der Ausgabe 18/2011 des Fortschrittlichen Landwirts.